Wow, wir haben einen Geldbeutel. Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute gibt es ein neues Darknet-Paket-Unboxing. Denn ich habe mir eine Handtasche aus dem Darknet bestellt. Und das Paket, welches ich erhalten habe, das sieht echt verdammt seltsam aus. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein Paket bekommen. Warum? Was damit auf sich hat, werdet ihr gleich natürlich sehen. Ansonsten soll eine Handtasche da drin sein. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich eine Handtasche ist und ich bin generell gespannt, was da drin sein wird. Ansonsten, Freunde, falls ihr nochmal ein Darknet-Video sehen wollt, zeigt es mir mit einem Daumen hoch. Falls ihr keins mehr sehen wollt, zeigt es mir mit einem Daumen runter. Dann weiß ich Bescheid. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr solche Unboxings nicht mehr. Und ansonsten würde ich mal sagen, wir schauen uns das Paket an, machen es auf und schauen endlich, was drin ist. Ich bin so gespannt. Schaut euch das mal an. Das ist das Paket. Was ist das bitte? Was ist das bitte für ein Paket? Sowas habe ich noch nie gesehen. Aber egal, machen wir es einfach mal auf. Und heute werde ich es mit meinem neuen Lieblingsmesser öffnen. Diesem Spider-Messer. Wirklich ein sehr schönes Messer, habe ich euch neulich im Unboxing vorgestellt. Und das gefällt mir wirklich sehr gut. Okay, ich öffne das hier mit euch zusammen. Wow, endlich geöffnet. Es war doch schwerer, als ich gedacht habe. Aber mein neues Messer ist wirklich ultra scharf. Es hat damit ganz gut geklappt, aber es war schon schwer. Und tatsächlich, schaut euch das mal an. Wir haben hier wirklich eine Handtasche oder ein Beutel. Ich weiß nicht, ob man das Handtasche oder Beutel jetzt nennen soll. Auf jeden Fall hat das hier jetzt auch keine Marke. Ansonsten kann man hier jetzt nicht erkennen, was da drin sein soll. Wiegt auf jeden Fall einiges, aber ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an, das auszupacken. Boah, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ihr habt mir immer in die Kommentare geschrieben, ich soll Handschuhe anziehen, wenn ich sowas auspacke, aber nee, lassen wir das einfach mal, okay? Es wird da schon nichts Gefährliches drin sein, denke ich mal. Als allererstes haben wir hier auf jeden Fall so ein rosa Tuch. Das lag einfach hier drauf. Ich glaube, das lag einfach drauf, damit das ganze Zeug nicht rausfällt oder um sich die Nase zu putzen oder so. Dann haben wir hier ein Barbie-Buch, wie es aussieht. Okay. Was soll das hier hinten sein? Ein Geheimfach oder sowas? Ein Schlüssel? Okay, ein Schlüssel. Kann man den da reinstecken oder was? Um das zu öffnen. Oh mein Gott, vielleicht haben wir hier etwas richtig Geiles drin. Und. Oh Mann, ey. Einfach nur so ein paar Zettel. Und da drin befindet sich nochmal ein Fach. Und da drin kommen dann die Batterien rein. Oh, Mann. Ich habe auch noch eine Lampe und so. Oh, ich dachte gerade eben wirklich, da wird was richtig Geiles drin sein. Aber nein, leider nicht. Das kriegen wir mal wieder hier rein. Gucken wir mal weiter hier durch. Nochmal ein kleines Täschchen. Oh, ich bin so aufgeregt, ich zittere sogar schon so ein bisschen. Wir haben hier einen Schmetterling. Boah, das sieht aus wie so ein Duftding oder sowas. Oder Tee oder sowas. Ein Schmetterling haben wir hier. Ansonsten haben wir hier nochmal so ein Stück drin. Und dann befindet sich hier nichts mehr in dieser Tasche. Das ist Seife, oder? Oder vielleicht ist das irgendwas anderes. Machen wir es mal auf, um es genau anzuschauen. Und okay, sieht wirklich aus wie Seife. Alles klar. Hier haben wir eine Muschel. Auch leider nichts drinnen. Ansonsten haben wir hier... Sieht aus wie Mäppchen. Gucken wir mal, was hier in dem Mäppchen befindet. Einmal so ein kleiner Locher. Das war's auch schon. Und in dem Mäppchen an sich befinden sich Stifte. Ganz viele Stifte. Kugelschreiber. Und irgendwelche komischen Textmarker. Solche Textmarker habe ich noch nie gesehen. Sehen echt verdammt komisch aus. Okay, alles klar. Oh, schaut euch mal an, was wir hier haben. Ist mir gerade so ins Auge gestochen. Wir haben hier einfach rum. Die Flasche ist auf jeden Fall angebrochen. Da hat sich jemand ganz schön gegönnt. Havana Club. Wie viel Prozent hat der? 40%. Hier steht sogar noch eine Nummer drauf. Und ansonsten... Oh, hier steht... Das ist gar nicht auf Deutsch geschrieben. Sondern kommt auf jeden Fall aus Kuba, wie es aussieht. Okay, interessant. Ich rieche mal ganz kurz dran. Oh, der riecht ganz schön stark. Also ich glaube, da ist wirklich so eine Art Rum oder sowas drin. Auf jeden Fall sehr interessant. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Als nächstes haben wir hier so einen kleinen süßen Teddybär.
Oder eine Maus ist das. Ach, das ist eine Maus und kein Teddybär. Ups. Hoppla. Hier haben wir nochmal so ein Bändchen. So ein reflektierendes Bändchen, damit man nachts unterwegs sein kann. Das sieht aus wie ein Brillenetui. Galileo. Und da drin haben wir sogar eine Brille. Was ich mich gerade so frage, also ob diese Handtasche wirklich mal jemanden gehört hat oder was es sich generell mit dieser Handtasche auf sich hat, weil wenn wir jetzt hier schon so eine Flasche rum haben, dann nochmal eine Brille, finde ich es wirklich sehr interessant. Also die Brille, die sieht auch so aus, als wenn die schon mal getragen wurde. Wow! Und ich finde, das ist auch eine Frauenbrille, oder? Was meint ihr? Ist es eine Frauenbrille? Also ich würde schon sagen, dass das eine Frauenbrille ist. Packen wir die mal wieder zurück. Und so Barbie war da auch drin. Auf jeden Fall echt mega komisch. Hier haben wir Mr. Fitness Classic Fitnesshandschuhe oder was. Aber vielleicht ist hier drin irgendwas anderes als Fitnesshandschuhe. Müssen wir mal reinschauen. Hier befindet sich nichts mehr drin. Und ansonsten haben wir hier tatsächlich Fitnesshandschuhe. Also vielleicht wollte die Dame ein bisschen ins Fitness gehen oder so. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wirklich sehr interessant. Ansonsten haben wir hier nochmal etwas Eingepacktes. Was hat es hier mit auf sich? Einen Engel. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, irgendwo hatte ich schon mal so ein Bild von so einem Engel im Unboxing drin oder sowas. Aber diese Engel, die sind irgendwie weit verbreitet und ich finde diese Engel wirklich gruselig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe es schon mal in irgendeinem Video erwähnt. Da bin ich mir 100% sicher. Aber ich finde diese Engel einfach gruselig. Wie sieht das bei euch aus? Ich kann euch echt nicht sagen, wieso, aber ich habe einfach Angst vor diesen Engeln. Echt mega gruselig. Hier haben wir nochmal ein kleines Täschchen. Okay, machen wir das hier nochmal auf und da drin. Oh, vielleicht hätte ich mir doch lieber Handschuhe anziehen sollen. Wir haben hier auf jeden Fall eine kleine Rakete. Dann haben wir noch eine kleine Rakete. Und noch so eine kleine Rakete. Okay, zum Glück noch nicht benutzt. Und dann haben wir hier eine kleine Statue. Und das hier ist sogar Bärenstein, glaube ich. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber es sieht auf jeden Fall meiner Meinung nach aus wie Bärenstein. Ziemlich interessant. Also das ist auf jeden Fall ein cooles Ding. Das ist auf jeden Fall echt ein cooles Ding. Und der Rum, der war natürlich auch ziemlich cool. Hier haben wir nochmal eine kleine CD-Hülle mit bestimmt ein paar CDs. Oh, da ist mir was rausgefallen. Verdammt. Und zwar war das... Ach, keine Ahnung. Irgend so ein Waschlotion oder sowas. Da haben wir auch noch so eine Waschlotion drin. Also die Dame, die hat sich wohl gerne gepflegt. Ansonsten befindet sich hier leider nichts mehr drin. Keine CDs. Schade, ich habe mich schon auf CDs gefreut. Wir haben hier ein komisches Buch. Simpsons Springfield City Guide. Noch ein sind wir bald da. TM-Buch. Okay. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ein Buch von Simpsons. Echt seltsam. Ich habe mir noch ein Buch von Simpsons. Tipps und Tricks für alle Lebenslagen. Okay, alles klar. Boah, das sind echt komische Bücher, ey. Echt richtig seltsam. Als nächstes haben wir nochmal hier so ein kleines Plüschtier. Okay. Und wow, wir haben einen Geldbeutel. Das ist locker eine Geldbörse und da ist auch was drin. Scheint auf jeden Fall prall gefüllt zu sein. Aber vielleicht ist sie auch einfach nur ausgestopft. Krass, ey. Aber wir haben noch ein paar Sachen, die werden wir gleich öffnen. Als nächstes haben wir hier so einen komischen Wuschel auf jeden Fall. Und dann haben wir hier... Das ist so ein Kerzending, ne? Stellt man Kerzen drauf. Aber schaut euch das mal an. Wir haben hier einen Geldbeutel, ich glaub's ja nicht. Und der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Fühlt sich auch gar nicht mal so schlecht an. Oh Mann, ey. Ansonsten, das war's mit der Tasche. Dann haben wir noch alte Krümel und sowas drin. Aber ein Geldbeutel, stellt euch mal vor, wir haben jetzt einfach Geld drin. Aber das bezweifle ich, wenn ich ehrlich bin. Aber ein Geldbeutel ist auf jeden Fall wirklich sehr interessant. Okay, Freunde, wir machen ihn mal auf und schauen mal, was sich da drin befindet. Und... Oh mein Gott. Ich glaub's ja gar nicht. Schaut euch das mal an. Wir haben hier einfach einen Reisepass. Der sieht auf jeden Fall schon sehr verbraucht aus. Bundesrepublik Deutschland. Ein deutscher Reisepass. Ich blätter den mal auf und... Okay, das muss ich auf jeden Fall gleich mal zensieren. Der gehört einer Frau, wie es aussieht. Und gültig bis
2022. Der Reisepass ist sogar noch gültig. Und die Frau, Geburtsort Wetzlar. Ansonsten, Name werde ich jetzt nicht verraten. Ich weiß nicht, ob ich das einfach so hier verraten darf. Aber wir haben hier einfach so einen Reisepass. Ansonsten war da sogar noch mehr in den Geldbeutel drin. Schaut euch das mal. Wow, ein Smartphone. Ich wollte gerade sagen, hier sind Kreditkarten und sowas drin. Oh mein Gott, ey, ich weiß gar nicht, was ich als erstes aufmachen soll. Wir haben einfach ein Smartphone drin. Wow. Probieren wir es mal anzumachen. Keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Samsung Galaxy S5. Und wow. Es geht tatsächlich an. Und es sieht so aus, als wenn es einer Frau gehört hatte. Auf jeden Fall hier von der Farbe her und so weiter und so fort. Telekom, alles klar. Boah, ich bin echt begeistert, dass es angeht. Naja, solange es hier noch angeht, vielleicht wird es jetzt noch eine Minute dauern. Echt keine Ahnung. Würde ich mal sagen, schauen wir nochmal kurz hier in den Geldbeutel rein. Schauen wir erstmal kurz hier in den Schlitz. Da befindet sich nichts. Kein Geld drin leider, aber wir haben hier tatsächlich einige Karten. Oh, das muss ich hier wieder zensieren. Wir haben hier einen Führerschein. Das gibt's ja gar nicht. Dann hier zwei komische Gutscheinkarten, Versicherungskarten von der Frau, Bankkarte, Visa-Karte und noch eine Bankkarte. Oh mein Gott, ich kann es ja gar nicht glauben, Freunde. Ey, das gibt's ja gar nicht, das sind einfach alle Karten hier drin. Okay, ich habe die erstmal wieder hier reingepackt. Den Reisepass, den packen wir auf jeden Fall auch wieder hier rein. Oh Mann, ey, was habe ich mir hier gekauft? Was habe ich mir hier gekauft? Handy ist jetzt an. Hallo? Handy war auf jeden Fall an. Okay, es funktioniert auf jeden Fall. Akku ist noch da. Ansonsten ist jetzt Batterieabdeckung prüfen. Okay. Befindet sich auf den ersten Eindruck jetzt nichts Besonderes hier drauf. Gehen wir mal auf Galerie. Ey, was ist das für eine komische Meldung, die da ankommt? Und, wir haben hier 942 Bilder drauf in dem Ordner Kamera. Oh mein Gott, was ist das denn? Ich werde mir das jetzt nicht anschauen. Ich werde das jetzt einfach wieder ausmachen. Oh, das ist echt verdammt krass, ey. Ich muss gleich mal gucken. Ausschalten. Gerät ausschalten, jawohl. Ich muss gerade nochmal gucken in den Geldbeutel, ob da ein Ausweis drin war. Ich glaube, da war gar kein Ausweis drin. Okay, ich habe das nochmal im Geldbeutel geprüft. Also der Ausweis, der ist nicht vorhanden. Reisepass ist da, Führerschein, Bankkarten, alles ist da, aber kein Ausweis. Und auf den anderen Dokumenten, ich habe nochmal nachgeschaut, da kann man die Adresse nicht herausfinden. Ansonsten habe ich mir als allererstes gedacht, ich schicke der Frau das einfach, aber die Adresse ist einfach nicht vorhanden. Oh Mann, was soll ich da jetzt tun? Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was der jetzt tun soll. Auf jeden Fall, boah, so ein bisschen bereue ich schon, dass ich mir das Paket bestellt habe. Also damit habe ich echt nicht gerechnet. Oh Mann, was soll ich machen?